Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sind, wo sind wir? Wir sind in Düren. Wir gehen jetzt gerade zum Düren-Sommer-Special. Genau, Dürener Sommer-Special. Das war im letzten Jahr ja auch schon hier, der Pop-Up-Freizeitpark. Und heute ist der, ich glaube, dritte Tag. Heute ist der 18. Juni, ne? Genau, wir laufen gerade hin, wir haben ein bisschen weiter weggeparkt, weil da vorne alles voll war. Ich glaube, es wird sehr voll. Ja, mal schauen, wie lange wir brauchen, um reinzukommen oder ob wir direkt reinkommen. Wir brauchen auf jeden Fall keinen negativen Test. Was ist an Fahrgeschäften da? Wir haben eine Premiere mit der Soundmaschine Lupp. Wir haben einen Polypen, wir haben eine Geistervilla, wir haben Heartbreaker, wir haben einen Autoscooter, wir haben einen Breakdance. Zeigen wir euch gleich alles. Wir gehen jetzt erstmal zum Platz hin und ich würde sagen, wir sind zum Platz wieder. Was wrong, and I'm still on my way closer to where I belong. I'm still rolling. So Leute, wir sind da. Ich glaube, Maskenpflicht gilt nicht, wenn ich mich so umgucke. Das heißt, ich kann die Maske abmachen. Spende statt Eintritt, ihr habt es gesehen. Ihr könnt quasi die auf eine normale Kirmes drauf. Aber durch die ganzen Unwetter und alles Mögliche haben viele Leute ja ihre Lebensgrundlage verloren. Dafür könnt ihr spenden und dafür haben wir natürlich dann jetzt auch noch mal ein bisschen was gespendet. Und jetzt geht's los. Dieses Wochenende ist Kirmeswochenende. Gestern Abend in Essen, heute in Düren. Wir wollten eigentlich nur nach Aachen. Da ist nämlich der Hubertus-Kirmespark. Aber der ist wegen des Unwetters erstmal ausgesetzt. Deswegen, wir sind jetzt erstmal in Düren, zeigen euch, was es hier alles gibt. Und dann nehmen wir euch dann natürlich auch mit. So Leute, der erste Fahrt ist jetzt das Liberty Wheel. Wir schauen uns das Ganze einmal von oben an. Alter, der Polyp macht richtig Stimmung. Leute, wir kommen vom Liberty Wheel und das sieht von oben echt schick aus. Also da kann man auch die Struktur vom Platz sehr, sehr gut erkennen. Und ja, ganz so klein ist der Platz dann doch nicht. Normalerweise ist es natürlich noch ein bisschen größer, ne? Aber ich finde, es ist trotzdem ja, ganz groß, ganz schön. Auf jeden Fall. Als nächstes kommt jetzt der Polyp und der hat gerade auf dem Riesenrad schon richtig Stimmung gemacht. Und uns so ein bisschen animiert mitzufahren, das werden wir jetzt auch tun. Leute, wir kommen aus dem Polyp von Dresden ist das. 8 Minuten Fahrzeit und was eine Stimmungsmaschine. Mega, also die Reko war richtig gut. Ja. Reko gut, Musik gut, alles super. Einzige, dass es nicht bei Nacht war, das hätte alles perfekt gemacht. Aber die Fahrt war so geil. Wir waren ja gestern Abend noch in Essen auf dem Kirmespark am Stadion. Und da hatten wir eine Nachtfahrt mit Robotics. Ja, und die war auch Hammer. Also langsam kommt die Kirmesstimmung wieder richtig, richtig auf. Auf jeden Fall. So Leute, wir stehen jetzt vor der Geistervilla. Ich weiß nicht, ob Celine sich traut, aber wenn Celine sich traut, dann gehen wir rein. Also, ich sag mal so, ich trau mich auf jeden Fall, ob er sich traut, das zu fragen. Ah, ich trau mich immer. Wahrscheinlich werde ich sterben, aber ist egal. Wir fahren das Ding jetzt mal. Ist auch ganz gut besucht, sehe ich gerade. Aber wir steigen ein, ne? Perfekt mit Beginn der Fahrt. Ja, jetzt darfst du deinen Arm auf. Um dich legen, ne? Durchgehen.
Straße der Geisterwelle. Ich glaube sogar, dass die neu ist, bin mir aber nicht komplett sicher. Was sagst du? Hast du ja, überlegt? Neu, die große Villa. Die Geistervilla, steht das sogar. Die große Villa, genau. Wie fandest du es denn? Auch sehr schön. Also, es war nicht zu schlimm. Ist ja gut, war eine gute Mischung. Ich wollte gerade sagen, es war nicht zu extrem. Ich habe mich ein, zwei Mal schon erschrocken. Aber nicht des Todes, dass ich sage, ich bin fast gestorben. Und man fährt halt auch oben einmal raus, das finde ich auch immer ganz cool bei so Geisterbahnen. Ja. Und die sieht von außen auch nicht mega groß aus, also sie verspricht von außen nicht mehr, als sie von innen bietet. Das finde ich gut. Ne? Also die ist wirklich gut, eine solide Geisterbahn. Ja, und jetzt stehen wir hier quasi vor dem Highlight in Düren dieses Jahr. Neuheit, komplett neu, und zwar die Soundmaschine von Lupp feiert hier Premiere hier in Düren. Ja, ihr könnt sehen, von außen alles glänzt, alles sieht neu aus. Die Rückwand auch richtig, richtig cool. Werden wir natürlich jetzt gleich auch einsteigen. Ich werde auch einen Offride machen. Alles Mögliche. Wir können schon sehen, es gibt weiße Gondeln hier und dazu dann auch noch die schwarzen Gondeln. Und das sind dann diese VIP-Gondeln. Ja, die sind halt schwarz und ist an jedem Drehkreuz eine schwarze dran. Die Figuren wurden auch neu gemacht. Das ist komplett neu. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wurde alles einmal refreshed und sieht richtig, richtig cool aus. Und ja, das sticht auch einfach heraus hier auf dem Platz, muss man sagen. Das Ding ist einfach mega. Und wir steigen jetzt ein und nehmen euch natürlich mit dann. Ich habe euch schon gesagt, die VIP-Gondeln gibt es auch. Wir haben jetzt in der normalen gesessen, die unterscheiden sich auch nur von der Farbe, also da ist nicht viel mehr. Aber die Aufmachung, das Gerät, die Reko ist einfach super toll geworden. Und passt halt einfach auch super. Es ist auch keine normale Rückwand, ihr könnt das ja sehen. Die ist sogar so ein bisschen 3D-mäßig, diese ganzen Fensterläden darüber, die sind auch, kommen wirklich raus. Und ich will das Ding gerne mal in kompletter Beleuchtung nachts sehen. Das schaffen wir aber heute nicht mehr, weil wir erst viel in der 6 haben. Und so langsam sind wir durch. Also wir sind noch nicht durch, aber wir werden dann schon ein bisschen am Ende bleiben. Genau. Ja. Aber also super Gerät, und wenn wir es nochmal sehen, steigen wir auf jeden Fall nochmal ein. Ja, Leute, die Silbermine von Issel, die steht auch noch hier. Die sind wir letztes Jahr aber schon im Schengeland gefahren. Das war auch ein Pop-Up-Freizeitpark. Allerdings in Koblenz, und da haben wir das Gerät auch schon mitgenommen. Von daher glaube ich, lassen wir das Ganze heute mal aus. Ist auch nichts Spektakuläres, halt mehr für Familien mit Kindern. Und ich habe mich dann doch entschieden, noch eine Runde mit der Silbermine zu drehen. Der Chip ist übrigens echt cool. Und da drehen wir jetzt nochmal eine Runde mit der schönen süßen Achterbahn hier. Ist auch die einzige dieses Jahr übrigens. Von der Silbermine von Issel. Ich weiß, wie viel ungefähr? 7, 8 oder so? Keine ganz Ahnung. Viele, ja. An der Stelle nochmal vielen Dank an das Düringer Sommer Special, an das Team vom Düringer Sommer Special, die uns hier tatkräftig unterstützen, dass wir ein bisschen was fahren können hier und die Aufnahme natürlich noch besser machen können. Die Sonne geht auch gerade schon wieder unter. Also die Kirmesatmosphäre ist wieder voll da. Ja. Gestern Essen, heute Düren, letzte Woche oder vorletzte Woche in Dortmund da auf dem Fridolino. Es geht weiter in Münster, kommt bald auch ein neuer Kirmespark hin. Und in Aachen auf dem Öcher-Bent haben wir vorhin gesehen auch. Da gab es auch schon ein Plakat. Wir werden jetzt noch einmal zum Musikexpress gehen. Und hinten ist noch so ein nostalgischer Musikexpress. Was ich davon jetzt noch fahre, weiß ich noch nicht. Aber wir können noch mal den. Ja, ist erfahren. Heartbreaker. Aber es ist nicht der Heartbreaker, sondern es ist der Hollywood-Star. Den können wir eigentlich noch fahren. Da dreht sich nämlich sogar die Sitze. Ja, Leute, um euch mal zu zeigen, wie die Anna-Kirmes normalerweise aussieht. 2019 stand der Skyfall hier, der Alpencoaster, Avenger, Lachsalon, XXL Racer, Drifting Coaster.
The Tower, Pirates Adventure, Flipper, Shake and Roll, Schittenflat, Geisterstadt. Also normalerweise vor Corona war das Ganze hier noch deutlich, deutlich größer, als es momentan ist. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Ersatz für die Anna-Kirmes, die ja leider immer noch nicht stattfinden kann. Es ist ja mittlerweile das zweite Jahr, in dem dieses Syrener Sommer-Special, also der Pop-Up-Freizeitpark, stattfindet. So, wir sind runter vom Dürener Sommer Special. Es war ein anstrengender Tag. Wir haben ja nicht nur das Dürener Sommer Special gemacht heute, sondern noch einiges mehr. Aber jetzt mal zum Dürener Sommer Special. Celine, wie fandest du es? Also es war mega. Es war mal wirklich wieder eine richtige Kirmes-Atmosphäre. Also es war jetzt auch nicht, dass man wirklich die Fahrgeschäfte und beziehungsweise die Buden standen jetzt nicht mit einem mega Abstand aufeinander. Es ist einfach mal schön, wieder so ein bisschen Kirmes-Feeling zu haben. Klar. Es ist immer noch keine richtige Kirmes, aber das Gefühl war schon sehr nah dran. Ja, also keine richtige Kirmes in diesem Sinne, dass die viel kleiner ausfällt als genau. Die normale Anna-Kirmes in Düren. Da ist ja immer die Hölle los und hier steht dann auch ja, das ein oder andere große Fahrgeschäft. Wir haben dieses Jahr mit der Soundmaschine von Lupp eine Premiere gehabt, die uns auch sehr gut gefallen hat. Und ein, zwei andere Fahrgeschäfte, die noch ganz gut waren. Ja, insgesamt war es in Ordnung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das hat viel Spaß gemacht. Definitiv. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank für die Zusammenarbeit mit dem Schaustellerverband Düren. Danke. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch noch eine angenehme Zeit. Schaut vorbei in Düren, es lohnt sich auf jeden Fall. Und von uns war es das jetzt. Ich habe ein Vieh am Bein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und das Video auch gerne liken, wenn euch das gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.